So, okay. Also wie ich sehe, ist hier niemand, ne? Seid ihr bereit für den großen Humane Labs Überfall? 3, 2, 1. So, Tore sind geöffnet. Oh, Jungs, ihr braucht auf jeden Fall hier eine ordentliche Trachtmedizin hier. Jo Leute, was geht? Heute gibt es mal wieder ein weiteres Video auf meinem Kanal, Freunde. Und heute in GTA 5 werden wir uns an das Humane Labs rantrauen, Freunde. Der große Humane Labs Überfall, Freunde. Ihr habt es euch unbedingt gewünscht, Leute, dass es einen vierten Teil gibt. Deswegen, Leute, wird es heute den Humane Labs geben. Und falls ihr jetzt schon Bock habt auf den fünften Teil, wo wir in North Yankton, Leute, die Bank ausrauben, dann lasst diesem Video jetzt schon einen Daumen nach oben da, Freunde. Danke für euren Support. Lasst gerne kostenlosen Abo da. Und ja, ich würde sagen, benutzt gerne den Creator Code ID Night, Leute. Die Fortnite Season, die startet ja jetzt bald. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. So, Freunde, ihr könnt es natürlich erkennen. Wir sind an einer ganz anderen Location und ich kann euch ja ganz kurz auch meinen Kontostand zeigen. Wir haben jetzt 1,2 Millionen. Ich weiß, von den 8,1 Millionen oder 8,2 Millionen ist nicht sehr viel übrig geblieben. Denn, Freunde, wir haben 6 Millionen natürlich bezahlt an Trevor und Franklin und um unsere ganzen Schulden abzubezahlen, Freunde. Aber wir haben uns natürlich auch noch für 1 Million dieses kleine Haus gekauft, Leute. Was getarnt ist als Haus, aber es ist tatsächlich einfach nur ein Planungsraum und das würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Dazu gehen wir jetzt einfach mal hier nach oben, Leute. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, wir gehen einfach nach oben, dann, ey, Trevor, was geht? Alles klar, Leute. Trevor, der guckt mal wieder in mein Haus rein, ne? Okay, Trevor, wir machen uns gleich bereit für den großen Heist. Bist du denn bereit? Bist du bereit, Trevor? Okay, es an sich kann man sagen, ist er bereit. So, von unserem neuen Apartment haben wir hier auch ein paar Pflanzen. Dann haben wir so einen kleinen Warteraum, Leute. Ist halt alles einfach nur ein Büro. Das ist nicht das Apartment, wo wir wohnen. Es ist einfach nur ein Planungsraum. Dann haben wir hier, Leute, auch ein großes Bett mit Fernseher. Einfach alles zur Tarnung, Leute. Die Leute dürfen nicht wissen, beziehungsweise wenn hier irgendjemand kommt, so vom Start, die dürfen nicht wissen, dass in diesem Gebäude irgendwie ein Planungsraum ist. Und dann haben wir natürlich auch unser super geheimes Geheimversteck. Ich weiß, es ist wahrscheinlich kein gutes Versteck, aber hinter einer Flagge kann man ebenfalls auch ein paar Sachen verstecken. Und da hinten ist der eigentliche Planungsraum für den großen Humane Labs Überfall, Freunde. Und viele haben sich gewünscht und deswegen wird es auch heute diesen großen Überfall geben. Und wir müssen uns echt vorbereiten, Leute. Es wird nicht einfach sein. Wir werden wahrscheinlich vielleicht sogar 5 Sterne oder 10 Sterne bekommen, Leute. Es wird auf jeden Fall das absolute Chaos in GTA 5 gleich sein. Und dann haben wir hier natürlich auch ein bisschen von unserem Bargeld. Das ist so ein bisschen, habe ich mir hier zur Seite gelegt. Aber keine Sorge, Freunde, das ist alles Falschgeld. Deswegen alles hier nur Kulisse. Bis auf die Laptops und die PCs. Da arbeitet mein Team und ich immer gerne. Deswegen machen wir uns auf jeden Fall auf dem Weg nach draußen, Leute. Und beginnen gleich direkt den großen Heist. Und Michael, was machst du? So geht man die Treppe nicht runter. Aber das funktioniert schon ganz... Das hat funktioniert. Denn ich habe natürlich, Leute, auch meine Crew von dem letzten Heist. Und zwar zum einen Trevor, der hier aus irgendeinem Grund an meinem Fenster rumgehangen hat. Und Franklin, der auch immer zur Stelle ist. Man kann sich auf die beiden Jungs verlassen. Das sind immer die besten Buddies. Aber wir haben natürlich nicht nur das, Freunde, sondern auch der Insurgent von der letzten Episode ist da. Doch, den werden wir heute nicht nutzen. Also den könnten wir eventuell als Fluchtwagen nutzen. Deswegen müssen wir zu diesem Ort noch einmal hinkommen. Also diesen Fluchtwagen, den platzieren wir jetzt hier hin, beziehungsweise ja, ich stelle ihn einfach hier hin ab. Und dann müssen wir, Leute, wenn wir diesen Überfall machen, müssen wir diesen Truck verstecken, hierhin verstecken, dann schnell in den Fluchtwagen gehen und dann können wir entkommen. Das ist unsere Mission, Leute. Deswegen, wir steigen erst einmal in dieses Fahrzeug ein und ich habe mir sagen lassen, dass heute Tag der offenen Tür bei Humane Labs ist, beziehungsweise heute arbeitet keiner, Leute, weil heute ist Feiertag in dem Spiel und deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, von Vorteil. Franklin steigt natürlich ehrenvoll hinten ein. Der Plan ist wie... Warum fährst du auf meine Zufahrt ein? Hallo? Ist was mit dir nicht in Ordnung? Offensichtlich. Offensichtlich ist mal mit dem Typen nicht in Ordnung. Okay, Freunde. Der Plan ist wie folgt. Trevor, hör mir zu. Hörst du mir zu? Ah, du bist Franklin. Okay. Der Plan ist wie folgt. Wir gehen in das Humane Labs rein, holen uns das ganze Gold, das da drin ist, steigen in das Auto ein, Leute. Da wird das Gold verwahrt. Und dann müssen wir ungesehen zurück zu unserem Grundstück das Fahrzeug umtauschen gegen unseren Fluchtwagen und mit dem Fluchtwagen dann wirklich entkommen, Leute. Und nur dann haben wir die Möglichkeit, dass das Ganze funktioniert. Dann müssen wir zum Versteck und wir kassieren unser Geld ein. Das ist der Plan, Leute. Ich habe mir das diesmal alles überlegt. Das sollte zu 100% funktionieren und ich glaube auch, dass wir das tatsächlich schaffen können. Und wir gehen auch tagsüber, weil nachts ist viel mehr Kontrolle. Deswegen gehen wir unbedingt jetzt tags. So, okay. Also wie ich sehe, ist hier niemand, ne? Ist hier gar keiner. Okay, niemand da. Also, hier seht ihr schon auch diesen Marker, Leute. Das Union Depository hat hier auch schon geöffnet. So, unser Plan ist jetzt, wir parken unser
Fahrzeug jetzt genau hier? Wir tun so, als wären wir jetzt eine offizielle Belieferung von denen. Werden hier quasi... Okay, so wollte ich den nicht parken. Ich wollte den hier oben... Kann ich ihn hier oben drauf parken? Hallo? Okay, komm schon. Komm. Nein, der steckt nicht schon wieder fest. Der steckt nicht schon wieder fest. So, okay, Jungs. Ich hoffe, ihr seid bereit. Seid ihr bereit für den großen Humane Labs Überfall? Wir haben das schon einmal gemacht. Das haben wir schon einmal geschafft. Ich weiß auch nicht, wie wir das Geld verloren haben. Wir haben es schon einmal geschafft. Wir werden es auch noch ein zweites Mal schaffen, Jungs. Okay, Jungs. Ich hoffe, ihr seid bereit, ne? Wir gehen jetzt in die Bank hinein, okay, Jungs? 3, 2, 1, Leute, lasst gerne ein Like da und kostenlos abonnieren nicht vergessen für eine weitere Episode. Und let's go. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die haben uns alle erwartet. Die haben uns alle erwartet. Oh mein Gott. Oh, okay. Okay, Jungs, 3 Sterne. Warum wussten die, dass wir herkommen? Woher wussten die das, ey? Jungs, waren das alle? Waren das alle oder... Okay, da kommen noch welche, da kommen noch welche, ey. Oh, aus dem Tresor. Der Tresor ist offen, Jungs. Der Tresor ist offen. Okay, aber wir müssen trotzdem... Ich weiß nicht. Jungs, geht mal zurück. Geht mal zurück, geht mal zurück. Okay, ich muss Haftbombe werfen, okay. Okay, Jungs, wir werden es schaffen. Das Geld wird uns gehören. Wir holen uns, was uns zusteht. Ist hier noch jemand? Oh! Waren das alle? Waren das alle? Es kann sein, dass es alle waren. Okay, ich sehe zumindest keinen mehr. Boah, Leute, schaut euch mal das ganze Gold an. Alter, das ist richtig viel Gold. Das ist so viel Gold, Leute. Wir werden mehrere Millionen verdienen. Mindestens 15 Millionen daran. Das ist unglaublich. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie aufspringen, ne? Also Haftbombe hier, dann Haftbombe da dran. Und Jungs, geht mal kurz aus dem Weg. Kurz aus dem Weg. So, Tore sind geöffnet. Okay, jetzt holen wir uns das Geld. Okay, komm. Gönn uns, gönn uns. Jawohl. Leute, wir haben 10 Sterne. Wir haben 10 Sterne bekommen. Oh mein Gott. Okay, nicht gut. Okay, wie viel Millionen? 9,4 Millionen. 9,4 Millionen waren hier in diesem Safe. Okay, wie viel ist hier drin? Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Wie viel ist es? 12 Millionen? 13 Millionen? 14? Oh nein, sie rufen die Leute. 13 Millionen Dollar, Leute. 13 Millionen. Jungs, wir haben 13 Millionen Dollar. Wisst ihr, was das heißt? Das reicht für uns alle. Das reicht absolut für uns alle. Okay, jetzt schnell raus hier. Schnell raus hier und unseren Plan verfolgen. Ich hoffe, das wird klappen. Aber Leute, wartet mal kurz. Seht euch mal das Radar an. Schaut euch mal die Minimap an. Wie viele von denen sind das? Und wo stehen die bitte? Wo stehen die bitte? Sollen wir rausgehen? Seid ihr wirklich bereit? Okay, los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele von denen? Wie viele von denen sind das bitte? Alter, die haben uns alle umstellt. Die haben uns alle umstellt. Okay, komm, einen nach dem anderen. Wir müssen alle kriegen. Okay, komm, 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 komm. Oh, Junge. Komm, da hilft nur eine Panzerfaust. Hier, Panzerfaust. Oh. Jedes einzelne Fahrzeug. Wir müssen jedes Fahrzeug kriegen, damit die uns ja nicht verfolgen werden. So, okay. Das Fahrzeug noch, okay. Ich glaube, wir können los. Ich glaube, wir können los, okay. Zum Glück hält meine Panzerung ganz gut. Zum Glück hält die ganz gut, Leute. Wir haben zwar schon sehr viel Leben verloren, aber wir haben noch ein bisschen was extra übrig. Okay, jetzt kommt. Einsteigen, Jungs. Einsteigen, Jungs, mit den 13 Millionen. Ihr könnt mir gar nichts. Meine Jungs helfen mir immer. Die sind immer zur Stelle. Jetzt ist der Plan, Leute. Das ist der nächste Plan. Wir müssen jetzt unbedingt versuchen zu entkommen. Beziehungsweise wir müssen jetzt in unser Fluchtfahrzeug. Und wir dürfen dabei nicht gesehen werden. Also jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, dass die Jungs unser Tempo nicht mithalten können. Und das ist schwierig bei dem Fahrzeug, weil das ist ein sehr langsamer Truck. So, Jungs. Oh, Trevor, Michael, Vorsicht. Schnallt euch an. Schnallt euch an. Den Typen müssen wir kriegen. Vorsicht, Jungs. Okay, es geht euch allen gut. Nicht schlecht. Wo ist unser Versteck? Okay, unser Versteck ist jetzt hier rechts. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, aber das ist unmöglich. Diese 10 Sterne. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier unsichtbar sein sollen. Das ist doch unmöglich. Okay, hier ist unser Versteck. Da dürfen wir noch nicht hin. Wir müssen erst ein paar Runden drehen, bis die... Jungs, macht doch was. Helft mir, bitte. Komm, helft mir schon, dass wir es schaffen. Kommt schon, Jungs. Ich glaube, ich muss selbst einschreiten. Ich muss mit Haftbombe selber einschreiten. Ah, jo, ich will doch nur mein Apartment rein. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Wir kommen da nicht rein. Nein, wir können doch nicht reinfahren. Oh, wie soll ich denn in ein Fluchtfahrzeug gehen? Hey, LKW, der Typ hilft ihnen. Der hat ihnen einfach geholfen. Was ein 31er. Was ist unser Backup-Plan? Wir können jetzt unmöglich mit diesem Truck entkommen. Den müssen wir gleich vernichten. Ey, kannst du bitte gehen? Ich habe eine Haftbombe auf dich draufgesetzt. Dankeschön. Präzise werfen. Okay, das war voll falsch. Voll daneben. Das ist unsere Möglichkeit. Okay, wir brauchen irgendwas. Irgendeine Straßensperre, irgendwas. Okay, okay. Das ist die Chance. Das war die Chance. Wir haben keine Chance. Da kommt plötzlich ein Auto. So, dich auch noch. Ey, oh, wie viele von denen gibt's denn noch? Ah, den Helikopter, ne? Den Helikopter muss ich auch noch kriegen. Wie sollen wir das schaffen? Ich habe nur noch 6 Haftbomben, ne? 5 Stück.
Alter, das ist unmöglich. Ah, Leute, hilft uns. Wie geht das? Wir hätten uns ein anderes Versteck fürs Fluchtfahrzeug aussuchen sollen. Erstmal hier reingehen, so. Nein. Wie soll das gehen? Wir können den unmöglich entkommen. Wir sind den wirklich nicht voraus. Und jetzt, Jungs, ihr müsst den Helikopter abschießen. Ich übernehme das selbst. Nein, nicht mit Haftbombe. Komm, übernehme das selbst. Oh, Jungs, ihr braucht auf jeden Fall hier eine ordentliche Trachtmedizin hier. Alter, wie viele Helikopter? Okay, Jungs, das ist die Möglichkeit. Schnell raus, schnell rein. Komm, hier raus. So. Komm, jetzt schnell rein. Schnell in den Fluchtwagen rein. Und jetzt ab dafür. Ab geht's. Ab geht's. Ich weiß, es war jetzt dumm, dass wir gesehen wurden. Aber Leute, ich glaube, unser Fluchtfahrzeug wird wahrscheinlich nicht identifiziert werden, oder? Also, das Geld kriegen wir trotzdem noch, ne? Es wird ja überwacht hier von Leuten. Okay. Immerhin, Leute, wir haben jetzt den Insurgent. Jetzt müssen wir es versuchen zu entkommen. Und da kenne ich einen ganz guten Plan, Leute. Ich gehe jetzt nicht in die Kanalisation oder so, sondern wir haben natürlich Trevors Hangar. Trevors Hangar. Und da können wir uns definitiv mal verstecken. Das ist natürlich ein weiter Weg, aber... Wenn wir es vielleicht vorher schaffen zu entkommen, wir probieren es mal. Vielleicht in diesem Tunnel. Keine Ahnung, vielleicht... Nee, das ist ganz schlechte Idee mit dem Tunnel. Ganz schlechte Idee mit dem Tunnel. Nee, kannst du vergessen. Nee, das wird nichts. Mit dem Tunnel wird das nichts. Oh, warte. Wir haben noch eine eigene Garage. Habe ich voll vergessen. Komm in die Garage rein. Jawohl. Es geht. Wir gehen in die Garage. Sind wir entkommen? Wir sind entkommen. Jungs, wir sind entkommen. Trevor, wo bist du? Ey, fresche Autos hier. Was sind das für coole Autos? Wo ist Trevor? Jung. Nein, Alter, ich habe nicht Trevor vergessen. Ah, oder warte mal. Trevor kümmert sich ja um das hier. Okay, ich verstehe. Trevor kümmert sich hier um den Laden, dass hier alles gut läuft. Okay, Jungs. Ich glaube, wir sind entkommen, oder? War's das jetzt? Ich höre hier nichts. Hallo? Okay, Freunde. Jetzt der Plan. Wir gehen nochmal zurück mit dem Fluchtfahrzeug, zerstören es und... Also, wir werden es später zerstören. Wir werden die Haftbombe draufsetzen, aber wir werden es erst ganz zum Schluss zerstören. Und wir hauen jetzt mit dem Geldtransporter ab und sichern das Geld. Wir sichern das Geld. Ich hoffe, der Geldtransporter ist noch da. Wenn er jetzt nicht da wäre, Leute, alles ist weg. Bitte ist es da. Bitte ist unser Geldtransporter noch da. Jawohl, er ist da. Okay, perfekt. So, okay. Jawohl, Trevor hat natürlich auch aufgepasst hier. Trevor, kannst auch gerne einsteigen, ne? Wenn du willst, kannst gerne einsteigen. Okay, danke. So, und jetzt zum Schluss einfach nur zum Versteck und das Geld einkassieren. Wir haben es noch nicht zurück, Leute. Wir haben immer noch nur 1,2 Millionen. Aber wenn wir das Geld haben, Leute, ich bin so gespannt. Dann sind wir reich. So, unser vertrautes Versteck. So, jetzt mal hier einsteigen und entkommen. So, komm. Haben wir jetzt das Geld? Wie viel? 13,473 Millionen GTA-Dollar. Ich kann es selbst nicht glauben, Leute. Ich bin reich, Leute. Wir sind alle reich hier. Oh, Junge. Wir sind alle reich. Alter, wie viel? Jetzt haben wir 14,7 Millionen Dollar, Leute. Das reicht uns definitiv für die nächsten Jahre oder wenn man gut anlegt, auf Ewigkeiten. Richtig nice. Aber, Leute, ich würde sagen, das war's von dem Humane Labs Überfall. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und unbedingt, Leute, für den finalen Teil, für Episode 5, wo wir North Yankton besuchen und dort in die Bank in North Yankton gehen, dann, Leute, schreibt's in die Kommentare. Schreibt einfach North Yankton in die Kommentare. Ich will, dass ihr die Kommentare komplett zuspammt, Leute. Bitte lasst ein bisschen Support da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde. Ciao.